Hi Leute, willkommen bei SKNK. Die Galaxy Note 3 war das Aushänge-Flaggschiff-Smartphone von Samsung und ein Must-Have-Gerät für alle eingefleischten Android-Fans. Trotzdem stampfte Samsung die Note 3 ein. Wieso, weshalb, warum die das getan haben und warum auch Apple immer noch sauer auf Samsung ist nach dem Intro. Mein Name ist Serkan und falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal sein solltest, dann vergiss nicht, auf den Abonnier-Button zu klicken. Damit würdest du meine Arbeit hier auf YouTube sehr unterstützen und auch keine weiteren Videos mehr rund um die Themen Technik und Datenschutz verpassen. Das erste Note-Gerät gab es vor 11 Jahren. 2011, um genau zu sein, gut 4 Jahre nach dem ersten iPhone. Steve Jobs sagte damals, dass ein 3,5 Zoll großes Display genau die richtige Größe für ein Smartphone sei. Niemand würde ein größeres Display wollen oder gar kaufen. Später lehnte er dann auch noch einen Eingabestift ab. Wie zum Trotz brachte aber Samsung darauf das 5,3 Zoll große Note inklusive Eingabestift auf den Markt. Die Note-Reihe war also geboren und es widersprach Steve Jobs damaliger Vorstellung von einem Smartphone in jeder Hinsicht. Zu Apples Bedauern wurde es dann auch noch ein absoluter Verkaufsschlager. Es verkaufte sich innerhalb eines Jahres bis zu 10 Millionen Mal. Im August 2020 stellte Samsung dann das letzte Modell der Note-Reihe vor und gab später auch offiziell bekannt, dass die Note-Reihe über die S-Ultra-Reihe weitergeführt wird. Deswegen hat dieses Jahr auch das S22 Ultra den S-Pen inklusive Eingabeschub bekommen. Doch was ist der Grund für dieses Vorgehen? Meiner Meinung nach ähnelte die S-Ultra-Reihe sowieso schon extrem der Note-Reihe. Einzig der S-Pen machte den großen Unterschied. Zudem brauchte Samsung Platz für etwas anderes. Das Galaxy Z Fold und Z Flip sind seit 2019 die neuen Geräte und nehmen den Release-Zeitraum der Note-Geräte jetzt ein. Bedeutet, im Februar gibt es die neuen S-Geräte und im August statt Note jetzt die Fold-Geräte. Zudem habe ich den Eindruck, dass Samsung als einziger Smartphone-Hersteller das hohe Potenzial der Foldable-Geräte erkennt. Während Apple als größte Konkurrenz noch kein einziges Fold-Gerät hat, stellt Samsung dieses Jahr schon das vierte Modell seiner Fold-Reihe vor. Solange es keine bahnbrechende Revolution aller alltagstauglicher Argument Reality Brille, welches das Smartphone komplett ersetzt, gibt, glaube ich, dass die Zukunft bei den Fold-Geräten steckt und der Mehrwert eines Foldable-Smartphones definitiv gegeben ist. Was sagt ihr dazu, Friends? Schreibt es unten in die Kommentare. Vor kurzem wurde dann im Wall Street Journal eine Dokumentation über Apple veröffentlicht. 15 Jahre iPhone heißt das Ganze und für alle, die es sich ansehen wollen, verlinke ich es natürlich unten in der Videobeschreibung. In dieser Dokumentation äußert sich Greg Jozerake, der Senior Vizepräsident für das weltweite Marketing im Hause Apple, über die ersten Android Galaxy Handys von Samsung. Zitat: Sie haben uns genervt, weil sie unsere Technologie geklaut haben. Sie nahmen die Innovation, die wir entwickelt hatten, und schufen eine schlechte Kopie davon und haben einfach einen größeren Bildschirm drumherum gebaut. Auch Steve Jobs hatte damals schon angesichts der ersten Galaxy-Geräte gesagt, Samsung habe das iPhone sklavisch kopiert. Apple verklagte sogar Samsung 2011 wegen weit verbreiteter Patent- und Markenrechtsverletzungen und warf dem Unternehmen vor, das iPhone unverhohlen zu kopieren. Nach jahrelangen Urteilen, Berufungen und so weiter haben Samsung und Apple ihre Fälle 2018 zwar beigelegt, aber die Verstimmungen sind wie aus der Doku zu hören noch da. Die Ähnlichkeiten der frühen Galaxy-Smartphones mit dem iPhone sind vorhanden und lassen sich nicht leugnen. Aber es ist auch unmöglich, Samsungs eigenen Einfluss auf die Branche zu ignorieren. Vor allem die größere Bildschirmdiagonale der Galaxy-Geräte setzte sich durch. Niemand will mehr kleine Smartphones haben. Samsung leistete auch Pionierarbeit bei der Einführung mehrerer Kameras, längere Akkulaufzeiten und größeren Speicherkapazitäten, neben vielen anderen Funktionen wie Always-On-Displays und weiteren Verbesserungen. Oder könnte man jetzt behaupten, dass Apple nur, weil sie Always-On-Displays, mehrere Kameras und größere Displays verbauen, Samsung kopiert? Meiner Meinung nach ist das totaler Schwachsinn und eine arrogante Haltung seitens Apple. Klar werden mal Ideen übernommen und auch weitergedacht und verbessert, aber das ist normal und jeder
tut es selbst Apple. Und ich finde, so gut Apple-Geräte auch sind, sind sie deshalb nur so gut, wie gut iOS ist. Die Software ist der Schlüssel und da hatte Steve Jobs damals schon den richtigen Riecher für. Was haltet ihr von der ganzen Sache und wie findet ihr Apples Haltung dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Das war's mit dem Video, Freunde, und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen und es hat euch gefallen. Wenn es so ist, wisst ihr, was zu tun ist. Like das Video, abonniert den Channel und teilt es mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, euer Techmaster.